Hallo Römer-Lieben-Freunde, was geht? Willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wir müssen in die Pyramide hineinfallen und jetzt gegen Ganon kämpfen. Wer hätte gedacht, dass ein so kleiner Strolch wie du so viel Ärger macht. Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich, Arganum, zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Niemals. Eieieiei. Nicht getroffen werden. Zack. 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 Oh Gott. Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Mach du nur dein... Whatever du hast... Du da machst. Aua, verdammt. Zack, 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 zack. Wir können ihn weiter angreifen, so ist es nicht. Wir müssen nur aufpassen halt, dass wir nicht so viel getroffen werden, so wie ich hier jetzt gerade die ganze Zeit getroffen werde. Aua, zack, zack, zack. Ja, jetzt schafft er hier einen Rand von... Oh. Ein Rand von Löchern. Hallo! Oh, verdammt, daneben. Komm, nein, nicht nochmal getroffen, scheiße. Okay, wir verlieren ziemlich viel Leben. Warum werde ich denn... Oh. Warum treffe ich denn nicht? Was ist denn das? Oh, wow. Okay, wir haben schon mal, ja. Eine Fee. Ja, aufgebraucht. Hä? Ganz schön tapfer, Junge. Aber gegen meine Kampftechniken. Bist du am Ende machtlos. Aua. Ach genau, oh Gott. So, wir müssen jetzt... Oh Gott. Einmal das Licht anmachen. Ihn mit dem Silberpfeil treffen. Oder auch nicht, hä? Ach nee. Einmal angreifen und dann mit dem Silber... Oh Gott. Es ist anstrengend, diesen Kampf zu führen. Ich... Oh Mann. Man hat auch keine Chance wirklich, weil er halt ziemlich viel zu schnell diesen Kack macht. So, okay, Moment. Achtung. Gleich schießt er wieder diesen Feuerstrahl. Von da, okay. Zack, zack. Okay, warten. Er kommt dahin. Okay. Silberpfeil. Batz. Komm, einmal geht noch. Zack. Okay. Und zack. Okay. Jetzt habe ich wieder den Bogen. Oh Gott. Jetzt habe ich den Bogen raus, wollte ich gerade sagen. Wir haben ihn besiegt, Leute. Wir haben Ganon besiegt. Ach ja, scheiße, geil. Wir haben es geschafft, Leute. Da öffnet sich der Weg zum Triforce. Sei willkommen, Doki. Ich bin das Wesen des Triforce, die goldene Macht. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Cool. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Yeah! Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Mein Wunsch ist jetzt nicht böse. Würde ich mal meinen. Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern. So wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Okay. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern.
Doch du hast Gennen besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Echt? Wie sieht denn das Goldene Land jetzt aus? Ich will sehen. Das Triforce ist bereit für seine neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Geil! Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Geil! Was wünsche ich mir? Ein lebenslangen Vorrat an Kaffee und Chicken Nuggets. Oh ja, bitte. Kaffee und Chicken Nuggets. Huh, das wäre schön. Die Rückkehr des Königs. Hyrule's Schloss. Yeah, Mann. Ah, so sieht der König also aus, okay. Und die Ritter sind auch wieder normal aussehend, sag ich mal. Der gute Priester. Ah, er hat überlebt, er ist nicht gestorben. Oder habe ich mir gewünscht, dass er doch wieder lebt? Ah, er hat nur geschlafen. Ich krieg schon meinen lebenslangen Vorrat an Chicken Nuggets und Kaffee. Sahasralas Heimkehr, Kakariko. Und da ist der Vogel und die beiden Brüder, die sich zerstritten hatten. Und die Frau, wenn wir der begegnet wären, hätte sie die Wachen gerufen. Böse, ey. Die Geier in der Wüste, Wüstenpalast. Ach, mit dem Schlösseknacker, Schlösse-Dings da, ja, der, mit dem Dieb, mit dem Oberdieb. Der Ball und sein Freund, Bergpalast. Ja, warst du die Welt, oder nicht? Die richtige, die Lichtwelt. Ach, lol. Wow, die sehen ja, wow. Wow, sein Onkel ist genesen. Ach, mein Onkel lebt, ich dachte, er ist gestorben. Ja, guckt euch einfach mal mein Schwert und mein Schild an und einfach sein mickriges Schwert da, ey. Die sind einfach voll der Boss. Flossen zu verkaufen. Soras Wasserfall. Yeah. Es gibt ja zwei Arten von Soras. Es sind einmal die Bösen, wie hier zum Beispiel die, die auch andere angreifen, also uns angreifen. Und einmal die Lieben, so wie in Majora's Mask und Dings. Die Hexe und ihre Schüler, Magieshop. Und ihr Schüler, so. Und Ocarina of Time und so. Die zwei Holzfäller, Holzfällerhütte. Ah, und sie bauen... Oder fällen den nächsten Baum. Cool. Das ist cool. Der Junge spielt Flöte. Waldlichtung. Ach, er lebt doch noch. Na, jetzt, wo wir alles gerettet haben, also die Welt wieder gerettet haben, wahrscheinlich wurde es alles aufgehoben. Cool. Die Königin der Fee. Brunnen der Wunder. Mit den anderen kleinen, mickrigen Feen. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Die wackeren Schmiede. Schwertschmiede. Ach, schmieden sie mir schon das nächste Schwert? Wäre ziemlich cool. Ding. Sie bedanken sich. Verbeugung und so. Die Dorfbewohner. Kakariko. Ah, das ist der Typ, der Typ, der abhaut. Und die alte Oma. Die ihre Hühner in eine Vase quält. Hallo? Oh. Ah, und der Junge ist wieder gesund. Und hat sein Kescher wieder, wie es aussieht. Oder hat einen neuen bekommen. Weil wir haben unseren eigentlich noch. Der verirrte alte Mann. Auf dem Todesberg. Ach, ist der jetzt auch... Der ist jetzt da oben, oder was? Jo. Ich glaub schon. Jo. Geht über die Brücke, ganz gechillt. Oh, nur keine Hektik. Ja, hallo. Hallo, ich winke in den Himmel. Yeah. Der Dieb in den Wäldern. Verlorene Wälder. Oh, sein Gesichtsausdruck. Lass mich in Ruhe. Und das Masterschwert, es ruht wieder. Für immer. Yeah. Das Masterschwert hatten wir aber gar nicht mehr. Ich meine, unser Schwert wurde ja zurückgeschmiedet, so ein anderes geschmiedet. Und für das Schwert haben wir dann wieder Neues bekommen. Also eigentlich ist unser das Masterschwert gar nicht mehr vorhanden. Aber okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Und jetzt kommt das Ende. Die Credits. Was mir eingefallen ist oder jetzt gerade erst auffällt, ich habe am Anfang gar nicht irgendwie das Intro zu dem Spiel irgendwie gezeigt. Also die ganze Geschichte zu dem Spiel, lol. Stimmt, hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber okay. Verdammt. Gut, Leute, es war ein super Spiel. Ich liebe diesen Zelda-Teil, er ist super.
Ich bin zwar oft nicht damit klargekommen mit der Steuerung und so, aber es liegt vielleicht daran, dass ich halt mit dem Xbox-Controller spiele, na klar. Ich hätte auch den SNES-Controller nutzen können. Aber egal. Ich werde das Spiel wahrscheinlich auf jeden Fall noch öfter spielen, wenn ich wieder ein neues Kabel für meine SNES hier zu Hause habe. Weil mein jetziges Kabel ist kaputt. Ich muss mir nochmal ein neues holen. Kann ich auch wieder Lufia und so zocken. Und das Zelda-Spiel und so viele andere Spiele. Und ja, es ist auf jeden Fall ein super Spiel. Ich hab das länger in Erinnerung, jetzt nicht nur, ich glaube 17 Parts oder so. 16 vielleicht? 16, 17 Parts, glaube ich. Aber das ist Part 16? Ich glaube, das ist Part 16. Wir haben... Lade ich gerade Part 12 hoch? Ja, nee, es ist Part 17, müsste es sein. Ja. Oh mein Gott, herrlich. Wir haben alles geschafft, wir haben alle Herzteile gefunden. Auch wenn ich nochmal nachgucken musste, wo das eine Herzteil ist. Das auf dem Todesberg da. Ich meine, ich war immer der Meinung, dass das eine Lichtwelt war, aber okay. Und sonst, wir haben, glaube ich, echt alles geschafft. Ich weiß nicht, ob wir noch eine höhere Anzahl an Pfeilen und Bomben haben können. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, 50 und 60 ist die Maximalanzahl. Und sonst haben wir... Ich glaube, wir haben sonst nichts nicht gemacht. Ja gut, wir waren, glaube ich, nicht einmal bei der Wahrsagerin. Wir haben auch nicht den Typen verfolgt, der vor uns wegrennen würde. Oder, ja, die Dame angesprochen, die dann die Wachen rufen würde. Aber das ist ja irrelevant eigentlich. Ansonsten jedes Item geupgradet, alle Rüstungen, alles. Ist schon geil. Ist schon cool. Gut, ich werde mal die Credits ein bisschen vorspulen. Deutscher Text, Susanne Pohlmann. Cool. Besonderen Dank an Michael Friesel. Spielverlauf, okay. Spiele. Das sind unsere Tode wahrscheinlich. Hyrule's Burg, 0. Burgverlies, 0. Ostpalast, 0. Wüstenpalast, 0. Bergturm, 0. Level 1 in der Schattenwelt, 0. Sumpfpalast, 0. Skelettwald, 0. Drachenstatue, 0. Eispalast, 0. Wüstensee, 0. Zelda-Verlies, 0. Ganonsturm, 0. Wir sind nicht einmal gestorben. Zum Glück. Wir hatten immer Feen dabei, das ist super. Versuche insgesamt 0. Naja, so gesehen ja einer, ne? Einen Versuch haben wir gehabt, aber das ist doch schön. Das ist doch ein schönes Endergebnis, oder nicht? 0 mal gestorben. Das ist herrlich. Ich liebe es, wenn ich in Zelda spiele und kein einziges Mal sterbe. Das ist herrlich. Ende. Kann ich da irgendwie jetzt... Nee. Ich glaube, jetzt müsste ich das Spiel zurücksetzen. Aber da wir das letzte Mal gespeichert haben, als weiß ich nicht wann. Haben wir überhaupt schon mal gespeichert in dem Spiel? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Kann ich irgendwie... Hallo? Kann ich nicht aus dem Endscreen raus? Ich komme nicht aus dem Endscreen raus. Okay. Gut, Leute. Das war's. Oh mein Gott, das ist ein bisschen kurz. Manu. Ja gut, dann laden wir doch mal hier. Ich will mal wissen. Oh, falsch. Das ist Super Mario World. Das wollte ich jetzt nicht laden. Zelda. Nintendo Presents. Haben wir einmal gespeichert? Oh ja, haben wir. Ah, cool. Wann haben wir denn gespeichert? Oder hat das Spiel automatisch gespeichert? Ich glaube schon. Ja, okay. Wir haben 2 Feen aufgebraucht. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt nochmal Ganon besiegen wollen würden, könnten wir es nochmal machen und nochmal und nochmal und nochmal. Wir könnten jetzt so oft Ganon besiegen, wie wir wollen. Wir haben alles gemacht, Leute. Wir sind komplett fertig mit dem Spiel. Schöne Sache. Was passiert eigentlich, wenn wir uns da oben zurückporten? Wo landen wir dann? Das habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert. Was passiert? Wo landen wir? Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, da oben ist auch ein guter Abschlussplatz. Dann machen wir das aber hier. Zack. Und Leute, wir sehen uns bei
das nächste Projekt wieder. Haut da rein.